Ihr seid bei Kauskanz, ihr seid bei Angie und ihr seid wieder in meiner gute Laune-Küche. Und heute will ich mir einen Salat machen und ihr werdet gleich mein Gesicht nicht mehr sehen, sondern ich zeige euch einfach jetzt mal die Zutaten. Es ist ein Radicchio-Salat, ein Salat, der ganz viele Bitterstoffe hat, aber mega gesund ist. Und jetzt zeige ich euch nochmal den Rest. Hier bin ich. Also, heute gibt es das hier. Das ist ein Radicchio-Salat. Wie gesagt, ein bisschen bitter. Deshalb habe ich dazu Apfel. Es gibt so ein bisschen Süße. Pflaumen. Jetzt gerade ist die Zeit der Pflaumen. Tomate. Kresse. Und das ist Ziegenkäse. Und als Abschluss habe ich noch ein Laugenbrot. Tja, das Ganze werde ich jetzt mal zubereiten. Also, ich lege mal los mit dem Salat. Der Radicchio hat Senföle da drin. Ja. Und wird von den meisten immer so als bitter empfunden. Aber wie gesagt, man kann das ja ein bisschen entschärfen. Man könnte auch Honig noch dazu machen. Hier mein Tellerchen. Ich habe gerade so eine Phase, wo ich ganz viele neue Sachen ausprobiere. Ihr wisst, man muss das immer ausnutzen, wenn man so eine Phase hat. Wenn man einfach mal auch einen anderen Geschmack haben möchte. Und das probiere ich jetzt mit dem Salat. Ich mache ihn heute das erste Mal. Sonst nehme ich ja immer entweder Feldsalat, mein Favorit Rucola. Aber heute gibt es Radicchio. Noch ein bisschen. Jo, das ist schon mal gut. Ganz klein bisschen haben wir noch. So, jetzt kommt Apfel. Mache ich natürlich nicht den ganzen. Nur einen halben. Mache ich ganz dünn. Und dann nochmal so ganz dünne Scheiben. So geht es natürlich einfacher. Und das letzte Video habt ihr schon gesehen mit dem Apfel. Und ihr wisst ja, Äpfel haben ja wahnsinnig viel Powerstoffe in sich. Die sind sowas von gesund, dass man jeden Tag eine essen muss. Okay. Haben wir. Pflaumen. Auch ein Alleskönner. Unglaublich. Pflaumen haben unheimlich viel. Also erstmal bestehen sie natürlich
aus ganz viel Wasser, aber die haben wahnsinnig viel Mineralstoffe. So habe ich sie jetzt erstmal geschnitten. So. Das ist das nächste. Man sollte nicht mehr als 150 Gramm pro Tag essen, weil sonst hast du einen durchschlagenden Effekt. Aber wer Pflaumen kennt, weiß das natürlich. Ja, aber manche fragen sich immer, wo ist der Unterschied zwischen... Na, das geht hier schief. Ja. Zwetschgen und Pflaumen. Also, ich habe mich erkundigt und bei mir hat man gesagt, Zwetschgen sind eine Unterform von Pflaumen. Und Zwetschgen haben einfach mehr Wasser und der Kern lässt sich leichter entfernen. Geht wieder los mit der Wortfindung. Oh mein Gott. Ja. So, hier sind wir noch bei den Pflaumen. Ich habe jetzt gerade zwei. Aber ich nehme noch eine. Also habe ich vier Stück. Sind hier im Augenblick überall zu bekommen. Na, manche gehen noch ein bisschen schwer raus. Okay. Ja. Ich hätte noch ein bisschen gebraucht, ne? Okay. Nehmen wir mal. Können wir schon mal mischen. Jetzt kommen die Tomaten. Da habe ich ein besonderes Messer. Das ist ein Messer, ein Tomatenmesser. Ja, das schneidet besonders gut. Und dann machen wir also die ersten Tomatoes rein. Mehr Platz hier. Tomaten haben ja auch ganz viel Zellschutz drin. Ja? Und Lycopin heißt das. Ja? Und das ist sozusagen ein Radikalfänger und ein Zellschutz. Ja, ich esse jeden Tag Tomaten. Ja. Das schmeckt mir einfach auch. So. Und auch noch. Das sieht schon mal gut aus. Jo. So, jetzt habe ich noch. Moment. Kresse. Ja. Kresse hat auch viel Vitamin C. Schneidet man einfach so ab. Jo. Mache ich nachher noch mal ein bisschen mehr. Jetzt kommen die Basics. Salz. Pfeffer. Jo. Jetzt kommt Dressing. Olivenöl. Mache ich aber erstmal hier rein.
Balsamico. Auch rein. Einmal ein bisschen umrühren. Ganz entspannt sieht das aus. Ne? Oh, ich denke, da können wir noch einen Schuss Öl. Jawohl. Gehe ich mal rüber. Jetzt kommt der Ziegenkäse. Und den werde ich jetzt so reinbröseln. Der Ziegenkäse hat auch weniger Milchzucker als Kuhmilch. Und für viele Leute, die Probleme haben mit Laktose, ja, für die ist der verträglicher. Ja, noch ein bisschen. Da kann noch ein bisschen. Heute frisch gekauft. Natürlich kann man auch Feta nehmen, das geht natürlich auch. Aber heute mal die Variante mit Ziegenkäse. Der hat auch ein bisschen mehr Würze. Ja. Okay, haben wir. So, nochmal Kresse. Kresse hat viel Vitamin C. Also auch wieder komplett gesundes Gericht heute, ne? Jo. So, so sieht er aus schon mal. Mein Radicchio Ziegenkäse Pflaumen Tomatensalat. Dazu habe ich ein Laugenbrot. Können wir noch nachher noch ein bisschen Butterbrot machen. Dann habe ich heute neu gekauft. Probiere ich mal aus. Hatte ich noch nie den Wein. Ein Rosé. So, jetzt mal gucken. Jetzt bin ich gespannt. Ich werde probieren. Moment. Lecker. Also, das ist jetzt mein Abendbrot. Und jetzt probiere ich den Rosé. Fein herb, Gott sei Dank nicht süß, also richtig gekauft. Mit neuen Sorten bin ich mal vorsichtig, damit man auch den eigenen Geschmack trifft. Ja, das war Angies gute Launenküche und vielleicht habt ihr ja Lust gekriegt, auch diesen Salat nachzumachen. Natürlich schreibe ich euch das Rezept auf und ich gehe jetzt erstmal Abendbrot essen. Ne? Also, das war Angie. Schau rein bei Kostkanz. Tschüss!